So, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht, bei einer neuen Folge Detroit Rock City. Ja, ich bin der Theo da. Wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal zu. Das wird bestimmt wieder eine sehr interessante Folge heute. Wir sind hier irgendwie an einem Straßenrand. Hank scheint mit seinen Gedanken zu spielen. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten in der letzten Folge die Geschichte von der kleinen, von dem kleinen Mädchen. Da waren wir in einem Vergnügungspark und ja, haben da ein paar Androiden getroffen. Zieht es euch auf jeden Fall rein, ja? So, und jetzt konzentrieren wir uns auf die neue Geschichte. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Persönliche Frage. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Was war mit dem Foto? Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Das war ist nicht ihr Sohn, gut. Richtig? Ja. Sein Name war Cole. Wann früher? Hm? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was ist mit RA9? Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Das weiß ich auch nicht. Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Okay. Sie wirken bedrückt, Lieutenant. Diese Maschinen scheinen sie beeindruckt zu haben. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin eine Maschine. Ich führe bestimmte Aufgaben aus. Ich weiß, warum ich existiere und wer mich baute. Ich habe einen Grund zu leben. Das ist wohl der Unterschied zwischen uns, Lieutenant. Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ja. Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Sie haben nicht vor, mich zu erschießen, Lieutenant. Sie wollen eine Reaktion provozieren. Ich werde sie leider enttäuschen müssen. Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer ein Schritt voraus. Warum knallt der mich gleich nie ab, ey? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht.
Wo wollen Sie hin? Eieiei. Noch mehr trinken. Macht das mal. Ich muss nachdenken. Dann mach mal. So, die Brücke. Da war ja mal ein kurzes Ding hier. Mal Freunde Nacht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem Daumen hoch da. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, Freunde Nacht. Ja, bis dahin alles Gute. Euer Theo. Ciao, ciao.